Kahlschlag und Neuanfang. Die schottischen Highlands im Umbruch. Zugezogene Millionäre wollen die Landschaft im Kampf gegen den Klimawandel umgestalten. Moore werden wiederbelebt, Wälder der Hoffnung gepflanzt. Die Highlands sollen wilder werden und mehr CO2 speichern. Voll mit Kohlendioxid. Als die Experten sagten, ich muss diese Monokulturen abholzen, habe ich gesagt, ist das euer Ernst? Ich bin Umweltschützer, da fälle ich doch nicht als erstes tausende Bäume. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Aber schon in 3-4 Jahren wird sich hier einiges tun. Die Highlands, wie wir sie heute kennen. Kahle Hügel, Moor- und Heidelandschaften. Vielleicht ist das schon bald ein Bild der Vergangenheit. Jeremy Leggett, ein Engländer in Schottland. Vor 3 Jahren ist der heute 69-Jährige an das Ufer von Loch Ness gezogen. Nicht um seinen Ruhestand zu genießen, sondern um das Antlitz der Highlands zu verändern. Wilder und grüner will er sie machen. Sein neues Zuhause? Das alte Schulhaus. Hier plant Jeremy Leggett seine grüne Revolution. Mit selbstgebrühtem Filterkaffee und Hafermilch beginnt sein Arbeitstag. Leggett hat sich viel vorgenommen. In den Highlands soll bald wieder die Natur das Sagen haben. Ich habe früh gelernt, dass es keine festen Regeln für Renaturierung gibt und dass sich auch viele der Experten nicht einig sind. Aber vor meinem geistigen Auge kann ich die Veränderung schon sehen. Es ist unmöglich, diesen Ausblick nicht zu genießen. Aber das Spannende ist ja, dass es bei Renaturierung nicht darum geht, dass es schön aussieht. Seine Pläne sind radikal und ehrgeizig. Leggett will mehr CO2 auf seinem Anwesen binden und gleichzeitig die biologische Vielfalt fördern. Am Ufer von Loch Ness wird seine Vision von dem Förster und Biologen Daniel Home und dessen Kollegen umgesetzt. Hinter dicken Mauern schützen sie tausende Baumsetzlinge, die schon bald in Freiheit wachsen dürfen. Hier, Haselnuss. Haselnuss, Eiche und Birke statt Fichte und Kiefer. Ein Mischwald aus Laubbäumen statt einer Monokultur aus Nadelhölzern. Fast alle Bäume, die wir hier haben, sind einheimische Arten. Wir pflanzen keine kommerziellen Bäume. Davon wollen wir weg. Doch ob die jungen Bäume in Freiheit überleben werden, ist noch ungewiss. Ein guter Anfang. Denn draußen lauert ein gefräßiger Gegner. Das Rotwild ist ein Riesenproblem. Es sind zu viele Tiere. Wir müssen Bäume pflanzen und die Setzlinge schützen, denn sonst werden sie aufgefressen, bevor sie überhaupt eine Chance haben zu wachsen. Noch vor 1000 Jahren bedeckte ein dichter Urwald die schottischen Hügel. Dann kam der Kahlschlag durch den Menschen. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung für Jagd und Landwirtschaft soll jetzt der Wald zurückkehren. Dafür will Daniel in diesem Jahr 70.000 Bäume pflanzen. Und zwar auf einer Fläche, auf der vorher Schafe geweidet haben. Wir pflanzen sie 2,5 Meter auseinander. Lass uns einfach da vorne anfangen und dann arbeiten wir uns vor. Daniel ist in der Gegend aufgewachsen. Die Highlands wieder zu dem zu machen, was sie mal waren, für ihn ist das eine Herzensangelegenheit. Für ein besseres Klima hat er in seinem Leben bereits 1 Million Bäume gepflanzt. Das geht nur mit der Hand. Wenn man das den ganzen Tag macht, ist das anstrengend, aber befriedigend. Bäume pflanzen ist eine gute Sache. Das tut gut.
Die meisten dieser Bäume werde ich nie als Wald erleben. Aber ich weiß, wie es mal aussehen wird und kann mich darauf freuen. Ich freue mich einfach über jeden Baum, der hier jetzt wächst. Und ich weiß, es kommen noch mehr. Die Zeit zurückdrehen und damit auch den schädlichen Einfluss des Menschen zurückdrängen. In Schottland sprechen sie von Rewilding, um so dem Klimawandel entgegenzuwirken. Guten Morgen. Was pflanzen wir heute? Wir pflanzen Eichen und Birken. Aus unserer eigenen Gärtnerei? Ja, aus der eigenen. Jeremy Leggett ist die treibende Kraft hinter dieser grünen Vision. Und wenn er schon mal da ist, warum nicht gleich mit anpacken? Der neue Gutsherr will sicherstellen, dass auf dem ehemaligen Jagdgut nichts mehr daran erinnert, wie er es vorgefunden hat. Mein erster Eindruck damals, das wäre ein super Golfplatz. Ich mache Witze, aber das war alles so abgegrast. Man hätte seinen Golfball hier nie verloren. Und es gab hunderte Schafe, die das Gras abknabberten. Die mussten zuerst weg. Der Pachtvertrag mit dem Schäfer wurde gekündigt. Schwieriger ist es mit dem Rotwild, dem anderen großen Feind junger Bäume. Wenn wir Bäume anbauen und der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen wollen, müssen wir die Wildpopulation drastisch reduzieren. Das ist nicht die Schuld der Tiere. Aber die Menschen haben in der Vergangenheit zugelassen, dass ihre Anzahl immer weiter stieg. Das ist bedauerlich, aber wir müssen das unterbinden. Das wird ein schöner Haselnussbaum eines Tages. Bäume pflanzen. Für Jeremy ist das auch eine Investition. Denn renaturierte Anwesen, so sein Kalkül, könnten schon bald zu einem Millionengeschäft werden. Jeder Baum zählt. Es ist ein Kampf mit unzähligen kleinen Schritten. Es gibt keine magische Formel, nur viel harte Arbeit. Das wird nicht einfach. Die Highlands, wie sie viele kennen. Kahle Hügel, Moor- und Heidelandschaften, soweit man blicken kann. Was kaum einer weiß, diese Landschaft ist menschengemacht. Jamie Williamson ist der Herr über 5500 Hektar. Ein Jagdgut in fünfter Generation. Früher ein Spielplatz für die britische Upper Class, um Moorhühner und Rotwild zu erlegen. Heute kommen vor allem zahlungskräftige Touristen. Über 70% unseres Landes sieht so aus. Es besteht aus Heidekraut, Felsen und Granit. Wir haben hier schon immer Moorhühner und Rotwild gejagt. Und dafür nutzen wir es auch heute noch. Doch das Klima in den Highlands wird rauer. Nicht nur das Wetter kann innerhalb von Minuten umschlagen. Auch das traditionelle Jagdgeschäft von Jamie Williamson steht auf dem Spiel. Ein Samstagmorgen. Ruhetag auf dem Jagdgut. Jamies Sohn Rory nutzt die Gelegenheit, um für ein paar Stunden auf die Pirsch zu gehen. Bevor es losgeht, werden unter Aufsicht der angestellten Wildhüter die Gewehre geprüft. Schon mein Vater und Großvater haben das gemacht. Und auch ich genieße das. Es ist toll, hier draußen zu sein. Man hat Freunde dabei, erfährt, was los ist und schnappt frische Luft. Das gehört zum Leben hier oben einfach dazu. Doch die Zeiten ändern sich. Viele Jagdanwesen in den Highlands stehen zum Verkauf. Okay. Das Gut von Jamie Williamson ist inzwischen umzingelt von den neuen grünen Gutsherren. Es sind Milliardäre oder superreiche Geschäftsleute, die Anwesen jetzt renaturieren und aufforsten lassen. Das ist schon traurig. Die kommen einfach hierher und vermitteln uns, dass wir das Land falsch bewirtschaften und sie es doch viel besser können. Und dann sehen wir, was passiert, wie unsere Wirtschaft kämpft und leidet, insbesondere im ländlichen Raum, weil diese Leute nicht wirklich wissen, was sie tun. Die gute alte Tradition pflegen,
Gar nicht so einfach in diesen Tagen. Jamies Sohn Rory und Patenkind William waren heute erfolgreich bei der Pirschjagd. Da sind sie. Die haben meinen Hirsch schon eingesammelt. Zwei Rothirsche haben sie erlegt. Das Ranholen übernehmen standesgemäß die Wildhüter, die für das Jagdgut arbeiten. We had a lovely day. Fantastic time. Fantastic. Ein schöner Tag. Fantastisch. Der Höhepunkt für uns ist es, rauszukommen, in dieser wunderschönen Umgebung, an der frischen Luft zu sein und dann herauszufinden, wie man sich am besten dem Hirsch annähert. Das macht einfach Spaß. Plötzlich stehst du vor ihm. In so einem Moment sind viele Emotionen im Spiel. Vor allem für mich, weil ich nicht so oft schieße. Du spürst den Druck. Ja, definitiv. Klar, du willst nicht verfehlen. Aber wer darf mit welchen Absichten das Wild erlegen? Über diese Frage ist längst ein Streit entbrannt. Sie wollen die Jagd als Freizeitsport und Geschäftsmodell bewahren. Nimm das Bein und schieb. Dass andere das Wild abschießen lassen, um Bäume zu schützen und das Klima zu retten, für die Upper Class ist das eine Bedrohung ihrer jahrhundertealten Tradition. Die Leute sagen, es ist nicht deine Aufgabe, Gott zu spielen und die Hirsche auszuwählen. Aber ist es Sache der grünen Gutsherren, Gott zu spielen und sie alle auszurotten? Und sie dürfen entscheiden, welche Tiere hier sein dürfen? Oder sollten wir nicht eher Teil der Natur sein, sie verwalten und im Gleichgewicht halten? Wir werden sehen, aber wir spüren den Druck. Es ist eine Art Kulturkampf in den Highlands. Die einen jagen das Wild aus Freude an der Jagd. Die anderen lassen das Wild gezielt töten, damit Bäume in den Highlands wieder wachsen können. Das passt. Schön senkrecht. Nun wachse, mein Sohn, meine Tochter. Doch der grüne Aufbruch, den Jeremy Leggett und andere millionenschwere Investoren verkörpern, er trifft auch auf Skepsis. Wir wurden anfangs gewarnt, dass es immer Leute geben wird, die gegen uns sind. Das ist Teil der menschlichen Natur. Sie sagen vielleicht, dass sie nur gegen einzelne Punkte sind, aber am Ende wird nichts diese Leute überzeugen können. Der Schutz der Bäume hat oberste Priorität. Kunststoffhüllen schützen die Setzlinge vor dem gefräßigen Wild. Das allein reicht aber nicht. Für den gezielten Abschuss der Hirsche ist es Daniel wichtig, ein genaues Bild davon zu haben, wie groß die Anzahl der Fressfeinde ist. Dafür hat er überall auf dem Gut Wildtierkameras versteckt. Wir verfolgen keine Null-Toleranz-Strategie, aber wir versuchen schon, ihre Zahl so niedrig wie möglich zu halten. Die Keulung des Wildes ist sehr wichtig, denn die Anzahl der Tiere wurde lange künstlich hochgehalten. Sie haben keine natürlichen Feinde. Ihre Anzahl ist so in die Höhe geschossen, das verkraftet die Natur nicht mehr. Bei der Keulung der Wildtiere will man sich nicht so gern filmen lassen. Daniel zeigt uns seinen Lieblingsort auf dem Gut am Loch Ness. Ein Wald aus uralten Eichen, der daran erinnert, wie es mal in den Highlands ausgesehen haben muss. Ich wünsche mir wildere Highlands. Ich liebe diese Orte, diese wilderen Lebensräume, diesen Teil Schottlands. Genau so sollte es überall aussehen. Wie die Highlands wilder werden können, damit haben sie hier in Mar Lodge fast 20 Jahre Erfahrung. 1995 wurde das ehemalige Jagdgut vom National Trust erworben. Die gemeinnützige Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schottlands Kulturdenkmäler zu erhalten. In Mar Lodge ging es um noch viel mehr. Hier hat die Natur die Chance bekommen, sich selbst zu regenerieren. Dies ist ein Ort, an dem die Natur lange nicht im Vordergrund stand.
Und jetzt ist das wieder so. Wenn ich hier unterwegs bin, sehe ich Schönheit, aber auch eine Landschaft, die zutiefst geschädigt wurde und jetzt wieder zum Leben erwacht. Das gibt mir Hoffnung. Als Naturschutzbeauftragter hat Andrew Painting auf Mar Lodge seine Erfüllung gefunden. Die Ausgangslage vor knapp 20 Jahren war düster, denn der Wald rund um das alte Jagdschloss war fast verschwunden. Das Ergebnis einer jahrzehntelangen exzessiven Abholzung. Die Antwort der Naturschützer musste deshalb radikal sein. Null Toleranz gegenüber den Wildbeständen, damit neue Bäume wachsen können. Und zwar von ganz allein. Wir haben hier nichts gepflanzt. Das ist alles natürliche Regeneration. Und wirklich aufregend. Hier sieht man, warum wir Bäume lieber natürlich verjüngen, als sie zu pflanzen. Denn die Bäume wachsen dort, wo sie wollen, und nicht dort, wo wir sie haben wollen. Es hat lange gedauert, bis wir das erkannt haben. Und es hat gezeigt, dass die Rotwildbestände niedrig genug sind, damit diese Bäume eine Chance haben. Andrew zeigt uns ein Relikt aus alten Zeiten, als die Jagd hier noch den Ton angab. Der Hirschsaal, errichtet am Ende des 19. Jahrhunderts, mit fast 2500 Geweihen. Früher nur für die Höchsten der Gesellschaft zugänglich. Heute darf hier gegen Gebühr jeder und jede heiraten. Dieses Gebäude zeigt es ganz gut. Hier versteht man die Denkweise der Gutsbesitzer damals in diesem Teil von Schottland. Dass sie das Wild vor allem für den Baumbestand geopfert haben, hat den Naturschützern viel Kritik eingebracht. Von vielen Seiten. Die einen kritisierten, dass wir zu viele Hirsche erlegten, dass wir keinen Respekt vor der lokalen Kultur und der Tradition hätten. Aber dann wurden wir auch von Naturschützern kritisiert, dass wir nicht genug Hirsche schießen, dass wir nicht weit genug gehen. Am Ende können wir nur versuchen, die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, aber auch die der Natur zu respektieren. Andrews Aufgabe ist es, die Baumbestände auf Mar Lodge zu beobachten, um herauszufinden, was sie uns Menschen vielleicht sagen wollen. Die 350 Jahre alte Pinie ist eine der größten auf dem Gut. Sie hat die guten und schlechten Zeiten in den Highlands erlebt und überlebt. Wir brauchen die Natur auch auf eine spirituelle Art. Sie zeigt uns unseren Platz in der Welt. Denn die Erde ist nicht unser Selbstbedienungsladen. Wir sind Teil von etwas, das größer ist als wir selbst. Und genau das liebe ich an meiner Arbeit. Ich habe einen Anteil an einer großen Sache und bin nicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Zurück am Loch Ness. Bäume pflanzen, Kohlendioxid binden, die Highlands wilder machen. Jeremy Leggett steht da noch ganz am Anfang. Aber der 69-Jährige ist Überzeugungstäter. Das ist unsere letzte Chance. Und deshalb ist es so wichtig, Projekte anzuschieben, die zu einem Hoffnungsträger werden, gerade für junge Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es sein muss, heute jung zu sein. Und wenn es keine Hoffnung dafür gibt, Dinge anders machen zu können, um dieser Monsterbedrohung zu begegnen, dann ist das sehr deprimierend. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich für dieses Projekt entschieden habe. Aber es ist nicht nur Idealismus, der Jeremy antreibt. Er hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, wie aus grünen Ideen auch ein großes Geschäft wird. Sein Geld hat er mit Solarenergie verdient. Als Pionier der Branche setzte er schon früh auf erneuerbare Energien. Das hier ist nicht ganz so einfach wie mit Solarenergie. Da war die Sache eindeutig. Öl, Gas und Kohle sind die Bösen. Und von denen müssen wir so schnell wie möglich unabhängig werden. Bei Renaturierung ist das eine ganz andere Sache. Seine Vision? Ein wildes Schottland, wo Natur und Mensch wachsen können. Eine Art Testlabor für solche Ideen ist Balderney, ein Gut inklusive Schloss.
Hier will sein Unternehmen Highlands Rewilding zeigen, dass Renaturierung nicht den Menschen vertreibt, sondern im Gegenteil grüne Jobs schafft. So wie den von Nikki und James Yoxel, Viehtreiber mit einer Mission. Dass Rinderzucht in den Highlands auch nachhaltig sein kann, das wollen sie beweisen. In Schottland gehörte das Vieh schon immer in die Hügel. Vor einigen hundert Jahren gab es hier überall Menschen, die mit ihren Rindern kamen, um sie weiden zu lassen, gerade in den Sommermonaten. Nimmst du die Stangen? Wir versuchen, die Rinder wieder ins Hochland zu bringen, weil sie eine so wichtige Rolle für die Pflanzen spielen, die hier wachsen. Das entwickelt sich alles gemeinsam. Ja, vielleicht bin ich ein Nerd, aber ich finde das wirklich faszinierend. Jeden Tag sind Nikki und James bei ihren Rindern, denn jeden Tag treiben sie die Tiere auf eine neue Weide. Und dafür versetzen sie jedes Mal den elektrischen Zaun. So will Nikki vermeiden, dass die Tiere dieselbe Fläche zu lange nutzen. Wenn wir die Kühe überall hingehen ließen, würden sie bestimmte Bereiche bevorzugen. Da würden sie dann viel grasen und ihren Mist hinterlassen. Wenn die Herde an der gleichen Stelle bleibt, die Pflanzen zu sehr abgrast und die Wurzeln absterben, bedeutet das, dass der Boden nicht mehr genug CO2 speichern kann. Wir achten also weniger darauf, wie viel sie fressen, sondern wie sehr die Pflanzen dabei geschont werden. Ich liebe es. Es ist wirklich schön, sie alle zu sehen. Betty ist immer ganz vorne. Sie ist die schwarze Kuh mit den Hörnern, unsere Leitkuh. Sie kommt normalerweise als Erste und dann folgen ihr die Kälber. Nikki und James sind eine neue Generation von Landwirten. Eine, die das Wohl der Tiere und der Natur in den Vordergrund stellt. Und nicht das schnelle Geld zulasten der Tiere. Auf den Hügeln der grünen Gutsherren haben sie ein neues Zuhause und einen Job gefunden. Die Rückkehr der Rinder erhöht nicht nur die Vielfalt. Sie sorgt auch dafür, dass wir Menschen hierher zurückkehren, weil wir uns um die Tiere kümmern müssen. Wir haben uns entschieden, hier zu leben. Und die Möglichkeit, die Landschaft mitzugestalten, ist ein Traum. Der Wandel in den Highlands. Er ist überall zu erkennen. Nicht immer geht es dabei um Renaturierung. Manchmal geht es einfach darum, in unsicheren Zeiten wirtschaftlich zu überleben. Auf dem Jagdgut von Jamie Williamson kehren gerade zahlende Gäste von der Pirschjagd zurück. Ein guter Tag. Wenn die Kunden zufrieden sind, bin ich es auch. Wir sind davon abhängig, dass die Leute jedes Jahr wiederkommen. Leon Winhol ist Geschäftsmann aus Dänemark. Seit 17 Jahren kommt er fast jedes Jahr auf das Jagdgut. Stolz ist er, denn in 5 Tagen hat er 4 Hirsche erlegt. Das nehme ich mit nach Hause. Und wenn ich es an der Wand anschaue, kommt die Erinnerung wieder hoch. Und es ist praktisch. Du kannst deinen Hut an das Geweih hängen. Doch es kommen immer weniger begeisterte Freizeitjäger, die eine Woche Urlaub all-inclusive buchen. Wenn wir nur die Jagd anbieten würden, wären wir bankrott. Es macht mich traurig, aber die Dinge ändern sich nun mal. Ich mag Tradition, aber ich muss mich nach Alternativen umschauen. Wenn es so leicht wäre, Geld zu verdienen, würde ich mich zurücklehnen, zu viel Whisky trinken und nicht die Chancen ergreifen, die sich auftun. Das Jagdgut ist seit 1927 im Besitz seiner Familie. Ein Verkauf kommt für Jamie nicht in Frage. Er sucht nach Möglichkeiten, sein Jagdgut für die Zukunft breiter aufzustellen. Er muss mit seinem Land Gewinn erwirtschaften, um davon leben zu können. Wir haben fast 1000 Schafe. Auf der linken Seite sind Unterkünfte für Touristen, rechts kann man Tontauben schießen. Wir arbeiten mit Kühen, Schafen, Bäumen und Touristen.
und die wollen was erleben. Wir bieten alles an. Radtouren, Reiten, Bergwandern, Vogel- und Wildtierbeobachtung. Das ist wichtig. Viele Angebote, um das Interesse der Leute zu wecken. Annie, go in here. Come on. Jamie ist promovierter Forstwirt. Bäume pflanzen, das gehört auch zu seinen Aufgaben. Doch seine Bäume, vor allem Kiefern und Fichten, sollen in 40 Jahren gerodet werden. Die Setzlinge werden dafür mit einem 2 Meter hohen Zaun geschützt. Hier ist eine Kiefer, die ist ziemlich stabil. Diese Kiefer ist jetzt 6 Monate alt. Jamie ist überzeugt, dass nicht das Abschießen der Rothirsche, sondern ein Zaun der beste Schutz für junge Bäume sei. Der Zaun trennt das Vieh von unserer Ernte und die Ernte von unserem Vieh. Und genau so ist es dann auch beim Wild. Der Zaun schützt die Bäume vor den Tieren, denn sie brauchen 15 bis 20 Jahre, um zu wachsen. Und dann werden sie dem Wild Unterschlupf bieten. Aber um dahin zu kommen, müssen wir die Bäume einzäunen. Das Holz, das Jamie roden lässt, wird in Schottland zum Heizen und für den Hausbau genutzt. Selbst produziertes Holz, eine Ausnahme in Großbritannien. Denn nach China gehört das Land zum weltweit größten Importeur von Nutzholz. Die langen Transportwege findet Jamie ökologisch äußerst fragwürdig. Seine Befürchtung, wer in den Highlands renaturiert, der schafft Probleme woanders. Yes, I'm exploiting. Ja, ich beute das Land aus. Aber die Leute müssen essen. Sie brauchen Häuser und Wärme. Und wenn manche jetzt aufhören, hier zu produzieren, müssen wir es von anderswo importieren. Dann findet die Ausbeutung anderswo in der Welt statt. Oft in Ländern mit ärmeren Menschen. Dazu kommen fossile Brennstoffe und der Transport. Das alles pustet mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre als ich. Gegen den Klimawandel kämpfen, den CO2-Anstieg bremsen, für die neuen grünen Gutsherren oberste Priorität. Und dafür werden sogar Bäume gefällt. Für Jeremy Leggett und sein Team sind es die falschen Bäume. Monokulturen aus Kiefern und Fichten, die die alten Moorlandschaften zerstört haben. Als die Experten sagten, ich muss diese Monokulturen abholzen, habe ich gesagt, ist das euer Ernst? Ich bin Umweltschützer. Da fälle ich doch nicht als erstes tausende Bäume. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Aber schon in 3 oder 4 Jahren wird sich hier einiges tun. Das sieht man an anderen Stellen auf dem Gut, wo wir abgeholzt haben. Dort sprießen jetzt wieder unterschiedlichste einheimische Pflanzen. Natur kann sich wirklich schnell erholen. Entwässerungsgräben haben dieses Moor 40 Jahre lang ausgetrocknet. Dadurch wurde viel CO2 freigesetzt. Jetzt geht es darum, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, die Flächen wieder zu vernässen. Denn Moore können mehr CO2 binden als jeder Wald. Eindeutig voll mit Kohlendioxid. Mit einem Forscherteam dokumentiert Jeremy die Rückkehr der biologischen Vielfalt. Schon wenige Monate nach der Rodung erholt sich der Boden und typische Moorpflanzen kehren zurück. Das hier ist Sternmoos. An sich ein schönes Moos, aber kein sehr guter Indikator für einen gesunden Torfboden. Das da ist das Torfmoos. Das ist also das Zeug, das wirklich gut für den Boden ist, weil es viel Wasser speichert. Mit seiner Vision hat Jeremy Leggett es geschafft, viele Investoren ins Boot zu holen. Doch was er braucht, ist ein Geschäftsmodell, das Geld bringt und nicht nur Geld verschlingt. Es ist ein Wettlauf, auch um Subventionen und Fördergelder. Es muss ein rentables Geschäft werden. Das ist die Messlatte für den Erfolg. Wenn wir das nicht schaffen, wie um alles in der Welt, wollen wir andere Landbesitzer davon überzeugen, das Richtige zu tun und ihre Praktiken zu ändern. Die Highlands wilder machen. Es ist ein Jahrhundertprojekt für die neuen grünen Gutsherren.